Was geht, meine werten Zuschauer, und willkommen. Da ihr wisst, dass gerade die Alien-Woche ist, bringe ich euch heute meine Top 5 der Alien Easter Eggs in Videospielen. Viel Spaß! Platz 5 geht an das UFO von Super Mario 3D Land. In der Welt 1.3 gibt es ein Fernglas und wenn ihr da durchschaut, könnt ihr in der richtigen Zeit ein UFO sehen. Das ist nichts Besonderes, aber wie ich finde, immer noch ein tolles Easter Egg. Platz 4 geht an ein nettes Easter Egg und zwar in dem Spiel Colin McRae Rally für die PS1. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist auf der Australien-Corrigan-Strecke bei Nacht zu fahren und dann genau da einzubiegen. Und dann werdet ihr von Aliens entführt. Und ihr seid dann im Alien-Stil 9 Minuten später in eurem Timer. Das heißt, ja, ich werde keinen neuen Rekord aufstellen. Und ihr seid komplett aus Wackelpudding. Das ist sehr merkwürdig. Platz 3. Es gibt Aliens in Animal Crossing New Leaf. Und zwar, wenn ihr montags und sonntags um 3.33 Uhr auf dem Fernseher schaut, dann seht ihr einen Rauscheffekt, gefolgt von einem UFO und einem Alien, das eine Nachricht sagt. Nur ich habe irgendwie keine Lust zu wissen, was diese Nachricht ist. Platz 2 geht an die UFO/Aliens aus GTA 5. GTA war immer bekannt für die Easter Eggs und GTA 5 ist da keine Ausnahme. Wenn ihr in Paleto Bay ins Meer taucht, findet ihr ein versunkenes Alienschiff. Aber ich würde euch empfehlen, ein U-Boot mitzunehmen, denn sonst ertrinkt ihr. Aber hey, das war's noch nicht. Es gibt noch zwei UFOs am Himmel, und zwar eins über Fort San Cudo und eins über dem Hippie Camp in Sandy Shores. Mann, ein Haufen UFOs in dem Spiel, aber natürlich gibt's auch ein echtes Alien. In der ersten Mission müsst ihr bei der Brücke hier runterfahren und boom, ein Außerirdischer im Eis. Ziemlich cool. Platz 1 geht an die Alien-Enten aus Silent Hill. Silent Hill hat immer mehrere Enden und das Alien-Ende ist im Vergleich zu der düsteren Atmosphäre eher lustig gehalten. Mein persönlicher Favorit ist das Alien-Ende aus Silent Hill 3 und das werde ich euch zeigen. I'm home, Dad. Listen, something crazy is going on. Sean, you're back. What happened? Well, it's like this. And that's about it. I can't believe it. I'm going to Silent Hill. I'm going to bust some heads. Oh, Dad, you're the coolest. So, das war mein persönlicher Favorit. Welches Ende findet ihr denn am besten? Lasst es mich ruhig wissen. So Leute, das war meine Top 5 der Alien Easter Eggs in Videospielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen. Abonniert mich, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!